German Doctors. Unser Name ist Programm. Seit 1983 entsenden wir Ärztinnen und Ärzte zu ehrenamtlichen Hilfseinsätzen in Gebiete, die medizinisch unterversorgt sind. Wir sind da, wo das Elend zum Alltag gehört, wo ein Arztbesuch für die meisten Menschen unbezahlbarer Luxus ist und wo es kaum Zugang zu medizinischer Hilfe gibt. Unsere Ärztinnen und Ärzte kümmern sich zusammen mit lokalen Partnern um erkrankte Menschen im Hinterland philippinischer Inseln und in den Slums von Millionenstädten in Kenia, in Indien und in Bangladesch. Wir finden, dass es definitiv ein Recht gibt auf gesundheitliche Versorgung. Das heißt für unsere Arbeit, dass wir vor Ort nicht nur Menschen behandeln, die im Krankheitsfall zu uns kommen, sondern wir bilden ganz intensiv auch einheimische Gesundheitsfachkräfte fort. Gesundheit ist der Schlüssel für ein selbstbestimmtes Leben. Denn wer nicht gesund ist, hat gar keine Chance, aus der Spirale der Armut auszusteigen. Indem wir als German Doctors uns für notleidende Menschen einsetzen, leisten wir einen wichtigen Beitrag zur globalen Armutsbekämpfung. Und für jeden Einzelnen, der durch die German Doctors Hilfe erfährt, kann diese Zuwendung den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten. So wie für Nuri in Kalkutta. Die junge Mutter wurde in einem sehr schlechten Zustand in unsere Slum-Ambulanz gebracht. Sie litt furchtbare Schmerzen und konnte nicht mehr laufen. Unser Arzt diagnostizierte eine Tuberkulose der Wirbelsäule. Nuri wurde operiert und war ein Jahr lang Patientin in unserem Tuberkulose-Krankenhaus. Sie lernte neu laufen und wurde vollständig gesund. Auch für die kleine Nene auf den Philippinen war der Einsatz unserer Ärztinnen und Ärzte lebensrettend. Sie war unterernährt und sehr schwach. Einem Infekt hätte das Mädchen nichts entgegenzusetzen gehabt. Unsere Ärzte und das lokale Team sorgten dafür, dass die Kleine aufgepäppelt wurde und heute ein gesundes Kind ist. Erfolge wie diese haben bis heute mehr als 3.500 Ärztinnen und Ärzte motiviert, einen oder gleich mehrere sechswöchige Einsätze unter dem Dach unserer Organisation zu machen. Das ist gleichbedeutend mit rund 13 Millionen Patientenkontakten. Die German Doctors engagieren sich ehrenamtlich in ihrem Jahresurlaub oder in Zeiten des Ruhestands. Gemeinsam mit unseren lokalen Partnern praktizieren wir in Gesundheitszentren, in mobilen Ambulanzen und in Krankenhäusern. Neben der basismedizinischen Versorgung nehmen unsere Teams auch chirurgische Eingriffe vor. Sie leisten Geburtshilfe, impfen und behandeln Mangelernährung. Gegen Krankheiten, die unbehandelt oft tödlich enden und in einer Projektregion gehäuft auftreten, bieten wir zusammen mit unseren lokalen Partnern spezielle Programme an. So bekämpfen wir zum Beispiel in Kalkutta die Ausbreitung der Tuberkulose. Unsere TB-Arbeit dort ist eine wichtige Ergänzung zum staatlichen Tuberkuloseprogramm. Und in Nairobi unterhalten wir ein mehrfach ausgezeichnetes HIV-AIDS-Programm. Die direkte medizinische Hilfe ist die eine Säule unserer Arbeit. Die zweite Säule zielt darauf ab, die schwachen Gesundheitssysteme vor Ort zu stärken. Das gelingt uns zum Beispiel über die Ausbildung und Weiterbildung lokaler Gesundheitsfachkräfte. Und wir wollen Menschen befähigen, sich unter den gegebenen Umständen so gesundheitsförderlich wie möglich zu verhalten. Dazu klären wir sie auf über eine selbstbestimmte Familienplanung, über Hygiene. Und wir zeigen ihnen, wie sie nahrhafte und dennoch preiswerte Mahlzeiten zubereiten können. Auch Vorsorgeuntersuchungen für Schwangere bieten wir an. Wir möchten vor Ort keine Abhängigkeiten schaffen. Im Gegenteil. Wir wollen unsere Partner befähigen, die medizinische Arbeit selbstständig fortzuführen. So wird aus unserer Hilfe Hilfe, die bleibt.
Nothilfe leisten wir nach Möglichkeit immer dann, wenn eines unserer Projektgebiete von einer Katastrophe betroffen ist. Die Philippinen zum Beispiel, von Verwüstungen durch die häufigen Taifune. Oder Sierra Leone in den Jahren 2014 und 2015 von der Ebola-Epidemie. Dabei hilft uns unsere gute Vernetzung vor Ort. Die Corona-Pandemie hat auch uns vor ganz neue Herausforderungen gestellt. Wir mussten binnen kürzester Zeit unsere 6 Wochen Ärztinnen und Ärzte aus den Projekten abziehen und unsere Hilfsleistung der neuen Situation anpassen. Denn eines war klar: Unsere Hilfe sollte bleiben. An mehr als 50.000 Familien haben unsere Partner allein im ersten Pandemiejahr Lebensmittelpakete ausgegeben. Auch Masken, Seife und Desinfektionsmittel haben sie großzügig verteilt. Lokale Gesundheitskräfte haben sie mit Schutzausrüstungen versorgt und in Nairobi für 700 Menschen über Monate warme Mahlzeiten gekocht. Auch die Zukunft hält große Herausforderungen bereit. Weltweit leben noch immer Milliarden Menschen in Armut. Kommt zu ihrer wirtschaftlichen Not eine Erkrankung hinzu, droht ihnen ein noch tieferes Abrutschen in der Armutsspirale. Dies zu verhindern und im Idealfall Perspektiven für ein besseres Leben zu eröffnen, das haben wir uns zur Aufgabe gemacht. Wir sind dankbar, dass wir so viele Unterstützer und Unterstützerinnen an unserer Seite haben. Zumal die Corona-Pandemie viele der Entwicklungserfolge der letzten Jahre, vielleicht sogar der letzten Jahrzehnte, zunichte gemacht hat. Die Hilfe, die wir mit unseren Partnern gemeinsam leisten, wird mehr denn je gebraucht. Ich denke, es sollte allen klar geworden sein durch die Pandemie, wie wichtig es ist, dass es weltweit starke, stabile Gesundheitssysteme gibt, dass Menschen weltweit Zugang zur Gesundheitsversorgung haben. Denn nur dann kann sich tatsächlich das Leben auf unserer Welt, unser gemeinsames Leben hier stabil entwickeln. Sie möchten uns besser kennenlernen? Wir freuen uns auf Sie. www.germandoctors.de